Jo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr seht heute, der Boy hat mal wieder die Facecam angemacht und wie ich es lang versprochen habe, mache ich jetzt eben wieder Facecam. Wenn es euch gefällt, lasst gerne mal ein Like da, Leute. Jetzt wieder so 1000 Likes und Facecam beginnen. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt mal in der einen oder anderen Runde Skywars oder sowas. Mal gucken, was wir jetzt so nebenbei spielen. Und ja, bis gleich. Und wie gesagt, Leute, es stand ja, wie gesagt, lange zur Debatte, ja, ob ich wieder Facecam mache oder warum ich es eben nicht gemacht habe. Und ja, keine Ahnung, ich hatte irgendwie nicht so Lust darauf, in letzter Zeit Facecam zu machen und so weiter. Habe ich mir gedacht, okay, Jungs, jetzt ist jetzt bald die Gamescom in den nächsten Wochen, ich glaube 2 Wochen oder sowas, fast nur noch. Und dann dachte ich mir, komm, viele Leute kommen eventuell, wollen eventuell dich sehen oder sowas. Dann mache ich es einfach mal. Vielleicht wissen manche einfach eben nicht, wie ich ausschaue. Und das ist dann irgendwie hoffentlich jetzt, wow, du bist echt ein krasser Chi, du kleiner Gomme. Ja, ich hoffe, das hat sich so ein bisschen geklärt. Jetzt wisst ihr nochmal, wie ich ausschaue. Ich werde nochmal die nächsten Tage ein richtiges Video machen, wegen der Gamescom bezüglich. Jetzt rede ich nur ein bisschen mal drüber, dies, das und wow. Alter, und wie es jetzt wirklich mit der Gamescom ist, wie gesagt, das werde ich euch dann in einem weiteren Video erzählen, was jetzt bald kommt. Dann werde ich ein Real-Life-Video machen, eventuell mit dem Ripack zusammen, also mit dem Marcel, weil ich werde da, ja, mit dem Marcel eben ziemlich viel auf der Gamescom verbringen. Jetzt mal nur Humor an dieser Stelle. Aber ne, ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Und ja, wir gucken auch jetzt mal, dass wir den Typen hier bekommen. Und ja, keine Ahnung, ihr könnt ja mal wieder schreiben, ob ihr euch freut, dass ich jetzt wieder Facecam bringe. Ich denke, ich mache das jetzt auch aktiv, weil ich habe jetzt mir eine neue Kamera zugelegt. Und, Alter, das gibt es doch nicht. So, wie gesagt, ich habe mir eine neue Kamera zugelegt und dachte ich mir, komm, jetzt kannst du halt eben auch Facecam machen. Und ich krieg den Typen einfach nicht. Egal, wir machen jetzt mal eine Enderperle nach hinten, vielleicht sieht er. Wir haben die Enderperle nicht getroffen. Egal, wir wollen es einfach mal darüber. Ja, keine Ahnung, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eben auf der Gamescom seid, weil viele gehen ja wirklich und ich habe halt, wie gesagt, da Bock, so ein Fan-Treffen zu machen. Ich sag's mal so als kleine Zeit, so Samstag, 12 Uhr, hinter Halle 8, mal als kleine Zeit. Da ist ja so nicht sicher in dieser Angabe. Wie gesagt, hey, what the fuck. Wie gesagt, Leute, ich werde in den nächsten Tagen nochmal ein Video, ein Real-Life-Video machen, eben bezüglich der Gamescom. Da kann ich dann sagen, ja, genaue Daten, wie ihr mich erkennen könnt, weil ich werde da hauptsächlich meine T-Shirts tragen, also meine SNTE-T-Shirts, also wenn ihr mich boxen wollt. Nein, Spaß. Wie gesagt, ihr könnt ja da gerne mal schauen, mein T-Shirt und mal meinen Shop, synte.de. Wer noch kein T-Shirt hat, würde mich natürlich mega freuen, wenn ich da den einen oder anderen sehen würde, der auf der Gamescom eben so ein T-Shirt von mir trägt. Das wäre urgeil. Aber, naja, fuck, ich muss mein Handy weglegen, Jungs. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das wäre richtig cool, wenn ich ja den einen oder anderen vielleicht sehen würde, der eben so mein T-Shirt trägt. Wenn nicht, auch kein, nicht schlimm. Und ja, wir schauen nochmal, ist hier jemand? Okay, da. Uiuiui. Und ich bin echt richtig schlecht geworden in Minecraft, Jungs. Tut mir echt leid, dass ich eben noch schlechter bin als vorher. Aber wir spielen momentan nicht mehr so oft, also nicht mehr allzu oft. Und wir gehen einfach mal jetzt schnell nach oben. Und ja, wie gesagt, was gibt es noch so zu sagen? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, seid ihr immer auf der Gamescom oder nicht. Wenn ja, ist es mega cool. Da können wir uns, wie gesagt, bei diesem Fan-Treffen dann treffen. Ich bin auch auf den Videodays. Macht aber keine Autogrammstunde, ist voll nicht worth. Aber ich gehe auf jeden Fall hin. Ich habe da auch so eine Akkreditierung bekommen. Also sowas, so ein YouTuber-Paisley, wie man es eben nennen mag. Und halt eben auch wieder mit Marcel, aka Ripix. Und keine Ahnung, ich freue mich mal auf die ganzen Leute zu sehen, auch auf den einen oder anderen YouTuber, auch wenn ich nicht so. Ey, ich schwör's euch, ich werde. Wie gesagt, Leute, ich freue mich da gerne mal auf den einen oder anderen vielleicht euch zu sehen, nicht nur eben euch, sondern auch andere YouTuber, auch wenn ich nicht so der Typ bin, der jetzt so mit den ganz vielen YouTubern da Kontakt hat, weil ich eben die meisten immer auf der Minecraft-Szene nicht so cool finde, nicht so feier, aber es ist eben sein Ding und deswegen hat man die Frage gestellt, warum ich nicht so viel mit anderen YouTubern aufnehme, einfach weil ich viele Leute eben aus der Minecraft-Szene nicht so cool finde, nicht so mag. Keine Ahnung, aber deswegen bin ich eben nicht so der Kerl, der jetzt mit so urvielen Leuten aufnimmt. Also allgemein, ich glaube, ich habe bislang auf meinem Kanal nur mit 3, 4 Leuten aufgenommen, nicht mehr. Das ist halt so, aber naja, wie gesagt, ich hoffe, es ist übrigens kein Problem. Ah, ich bin tot. So, Leute, das war's mal ein kurzes Video, wo ich mal sagen, dass ich jetzt weiter in Facecam-Videos machen werde. Und noch ein kleines Informationsvideo bezüglich der Gamescom kommen. Aber ein richtiges kommt da, wie gesagt, gleich nochmal. Also, ich lasse dann die Tage nochmal. Ist dann nur ein Real-Life-Video. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Pulswertung da, würde mich mega freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.